Hallo zusammen, salve a tutti. Gestern Abend, am Mittwoch, habe ich das nicht mehr geschafft, den Film zu machen. Deswegen mache ich ihn jetzt heute Morgen hier am Donnerstag, dem 9. November um 6.13 Uhr. Irgendwie die Strecke zwischen Frankfurt und München, das ist eine einzige Baustelle. Deswegen war ich gestern so kaputt, ich konnte nicht mehr. Aber es ist völlig wurscht, ich habe ein paar ganz tolle Tipps bekommen, was diese ganzen Filme angeht. Das muss ich mir jetzt erstmal durch den Kopf gehen lassen und dann mache ich wahrscheinlich am Freitag in dem Film, zeige ich euch mal ein paar Resultate und dann sage ich mal, was ich vorhabe, aber da brauche ich unbedingt eure Meinung. Weil ich möchte euch das ja so sinnvoll wie möglich hier rüberbringen. Und NTV war auch schön, das kommt am Samstag, ich glaube so um 11 Uhr oder so, auf die Homepage von denen. Ich denke, der Bereich nennt sich Zertifikate, also unter Börse und dann NTV-Zertifikate. Das war mit dem Daniel Saurenz und der Anja Schneider von der Stockstein und dem Freddy Tilgen. Hat Spaß gemacht, wie immer. Was mir nur auffällt, ist, früher haben die 10 Minuten gebraucht, um mich dann da zu pudern und zu schminken. Ja, irgendwie, das hat nur noch 90 Sekunden gedauert. Ich glaube, die Dame hat einfach aufgegeben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Gut, gucken wir mal hier, was der DAX hier so macht. Das erste ist der Freund hier, VDAX New. Kommt immer wieder runter. Ja, der ist jetzt hier so im letzten oder im tiefen Fünftel von diesem Jahr. Und auch das lässt mich glauben, dass wir hier, das war gestern eine der Fragen, gibt es eine Jahresendrallye? Ich sehe das nicht. Wobei Rallye ist bei mir, sagen wir mal, in kurzer Zeit 1000 Punkte. Das wäre für mich eine Rallye. Nicht jetzt auf 8 Wochen 500 Punkte, das glaube ich, das ist für mich keine Rallye. Aber der VDAX ist schon wieder recht tief. Und das gibt mir den Grund zur Annahme, dass wir hier also keine nachhaltige Rallye bekommen. Und das ist der DAX im Tageschart, hier mal näher ran. Da hat sich nicht viel verändert gegenüber dem Wochenendfilm. Wir sind weiterhin in dieser Range, in diesen Leitplanken. Die Bänder gehen zusammen, das untere geht hoch, das obere geht runter, bilden dadurch auch Widerstände knapp unterhalb und auch hier knapp unterhalb von diesen Barrieren. Wir gelten noch positiv im MACD, das ist in Ordnung. Wir gelten als überkauft über die Stochastik. Ich habe hier kein neues, frisches, wie auch immer geartetes Signal. Ich denke, wir bleiben innerhalb dieser Leitplanken. Ich glaube noch nicht mal, dass wir das obere Band, vielleicht touchieren wir es mal, aber ich glaube nicht, dass wir es überbieten. Diese Planke hier ist auf jeden Fall schon ziemlich heftig. Unterstützung bleibt dieser ganze Bereich hier. Und das fängt an bei 14.825, sehe ich aber jetzt für die nächsten paar Tage auch nicht, dass wir da runtergehen sollten. Gestern Abend haben sie mal wieder eine neue Sau gefunden, die sie durch den Ort getrieben haben. Das war die Ätchen. Plus 33%. Ich habe mir das doch nicht durchgelesen, was da der Grund war. Aber 888, meine Güte, ja. Also es wird immer irgendwie einer gefunden, auch wenn es mal sowas ist wie Lanxess oder Evotec, Befesa. Es gibt immer wieder interessante Werte. Eine der Fragen war gestern, außer gibt es ein Jahresendrallye, was soll man machen? Ich glaube, wie gesagt, dass wir für die nächsten paar Wochen innerhalb dieser Planken bleiben werden. Ich sehe noch keinen neuen Move hier hoch. Selbst wenn wir diesen Punkt hier überbieten sollten bei 15.500, ich nehme die 75, heißt es nicht, dass aus einem dann gebrochenen Downtrend sofort ein Aufwärtstrend entsteht. Das heißt es nicht. Deswegen, er kann durchaus hier nochmal hochgehen. Aber momentan habe ich hier keinen Grund zur Annahme, dass wir hier irgendwelche wilden Bewegungen machen. Ich wüsste jetzt echt nicht, woher. Aber das gilt weder nach oben als auch nach unten. Also deswegen glaube ich, das wird hier so ein Range Trade. Daytrading ist angesagt und ansonsten der Blick auf die Einzelwerten, was für mich irgendwie viel mehr Sinn macht. Siehe Lufthansa oder LVMH, diese Geschichten. Das war soweit alles in Ordnung. Gucken wir mal ganz kurz hier auf die 4 Stunden. Da tut sich auch nicht viel. Wir gelten als ziemlich neutral hier über das MACD. Wir sind noch positiv über die Stochastik. Ich finde diese Bewegung hier schon interessant. Aber nochmal, das ist mehr fürs Daytrading als für einen Endanleger. Auch hier gilt die 15.575 als Widerstand. Schaut mal, wie eng die Bänder sind. Und auch hier wieder nach oben gegangen. Das untere Band ändert die Richtung. Das ist hier. Und dann gibt es erstmal seitwärts oder korrektiv. Es ist fast immer das Gleiche. Gucken wir mal, also von 4 Stunden habe ich hier auch kein frisches, neues, gutes, sinnvolles Signal. Dann haben wir hier die Stunde. Neutral, neutral,
irgendwo nicht ganz in der Mitte der Bänder, aber auch hier nichts Besonderes. Wir handeln heute Morgen, also jetzt hier um 6.18 Uhr, wird er gehandelt bei 15.215, wenn ich das richtig sehe. Von daher habe ich nichts, aber ich habe Scheine mitgebracht, die habe ich wieder leicht geändert. Und die Scheine werden ein Punkt sein, den ich ändern werde. Aber ich muss mir das jetzt alles durch den Kopf gehen lassen und am Freitag habe ich vielleicht schon Ergebnisse für mich. Das sind die gleichen Scheine wie am Freitag, nur dass sich die Hebel ganz unwesentlich geändert haben. Also im Moment sehe ich für den DAX keinen echten Handelsbedarf. Ich gucke eher mir die Einzelwerte an. Aber da ich jetzt 3 Tage weg wäre, muss ich das erstmal so 1-2 Stunden analysieren, wo sich da irgendwie irgendwas Sinnvolles ergibt. Und dann muss ich ein bisschen warten. Was ich gelernt habe oder was mir gesagt wurde, ist, dass ich soll unbedingt mehr den Nasdaq machen. Also mindestens auch einmal die Woche. Anscheinend ist der Nasdaq gerade bei den jungen Leuten sehr, sehr beliebt. Ja, wenn das eine Erkenntnis ist, die ich mitnehme, ist das eine. Und da werde ich das halt auch dementsprechend ändern. Also in diesem Sinne, ich habe hier keinen Handlungsbedarf. Was den DAX angeht, kann ich mich ziemlich zurückhalten. Und ich schaue auf die Einzelwerte. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.